like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah! Zu Beginn hielten die Bewohner alles nur für eine gewöhnliche Infektion. Erst als das Vieh zu sterben begann und die Infizierten sich unter Schmerzen krümmten, erkannten sie, dass es mit einer tödlichen Seuche zu tun hatten. Die Königreiche taten ihr Bestes, um die Epidemie und die scheußlichen Kreaturen zu besiegen, doch ihr Widerstand war zwecklos und bald machte sich auf den gesamten Kontinent Verzweiflung breit. Das Königreich Hermes begründete in der Krone eines riesigen Baumes, gelangte dank ihrer Praxis einer wundertätigen Alchemie, mit der die solchen Keime zu einem Heilmittel umgenutzt werden konnten, schnell an die Macht. Als die Seuche in den Ländern grassierte, verlierten sie sich auf die Alchemie, doch wo Licht ist, wird es auch stets Schatten geben. Ja, tut mir leid. Und ein herzliches Willkommen zu Timesia oder so ähnlich. Hieß das Ding so? Timesia. So random. Ja, ich hab's heute Morgen mal runtergeladen. Und dachte mir, jo, das wäre doch was für uns. So ein Souls-like-Spiel. Und ja. Ist ein bisschen dumm, dass es nicht vertont ist wie andere Souls-Spiele, aber gut. Aufgrund der aktuellen epidemischen Krankheitsgeschehens befinden sich das Königreich Hermes ab sofort in Ausnahmezustand. Alle Bürger müssen sich daher folgenden Befehlen unterwerfen. Erstens, es herrscht ein Ausgangsverbot für sämtliche Bürger. Lebensnotwendige Vorräte werden von den Rittern verteilt. Anzeichen von seuchenartigen Symptomen oder Mutationen müssen sofort an die Ritter gemeldet werden. Alle Leichen oder unreinen Objekte müssen an das für Einäscherung reinigen zuständige Personal übergeben werden. In Kraft treten der Verordnung ab sofort. Und hier lernen wir da, glaube ich, folgt dem Befehl und suchen nach den Herzen. Okay. Säbelangriffe, das ist so der Standard. Na? Jo. Die Kralle können wir noch nicht benutzen. Ich habe schon bei Jack Fromms auch dran geguckt. So. Und das Game hat einige Sinn, sich muss ich sagen. Parieren, okay. Eine tödliche Stille erfüllt die Straßen und die Stadt ist vollständig abgeschottet. Es gibt nirgendwo Nahrung oder Trinkwasser. Okay. Und tschüss. Das war's komplett. Also jetzt hat man natürlich... Na... Ja, ja. Ja, der ganz eine, du bist der Verschlinger. Du wirst deine Klauen zerfest, die verfluchten Körper. Okay, jetzt haben wir die Kralle freigeschalten. So. Das ist natürlich klar, jetzt kann man das Ding aufladen, zum Beispiel hier bei dem Gegner. Also beispielsweise. Hat der gerade... Okay. Oh. Ja, jetzt lernen wir noch die Tränke verwenden. So. Königsdolch und Graurüstung. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Sie haben die Überlebenden angeführt und wollten Dinge in Ordnung bringen. Die infizierten Leichen wurden verbrannt, damit sie von der Krankheit gereinigt würden. Ja, gut. Ob das jetzt wirklich...
klug war. So, für den nächsten Angriff ist auch okay. Wenn wir noch einen haben zum Besiegen, aber ich glaube, ja. Wir kriegen zuerst einen Seelenthron, alias Bonfire. Oder Gnade, je nachdem, in welchem Ding man sich befindet. In welchem Game. Federn, so tödlich wie eiserne Pfeile, durchbohren ihre Schwachstellen. Ja, das kenne ich, aber wenn ihr das nicht genau, ne? Ich heile mich mal. Okay. Und dann könnt ihr das machen, um den restlichen Schaden rauszuziehen. Oh. Da hätte ich jetzt die Federn benutzen müssen. Ah, jetzt. Hä? Oh. Ja gut, einen Tod habe ich schon. Dafür kriege ich übrigens ein Achievement. Ich habe es schon vorhin mal angespielt. Deswegen. Aber es ist ziemlich leicht, wenn ihr es mal drauf habt. Und es ist auch so wie bei den übrigen Souls-Teils. Ihr kriegt euer Estus wieder. Hey. So. Okay. Jetzt, au. Ja, war klar. War klar. Nur, ich weiß nicht, was ihr teilweise macht, wenn ihr so einen Miniboss besiegt habt. Also ich renne da zurück. Lololololo. Also mit den Federn bin ich nicht so konform. Wie ist es nur dazu gekommen? Sie sagten uns, es hätte einen Unfall gegeben. Am Geburtstag des Königs. Zuvor hat sich die Seuche nur außerhalb des Königreichs verbreitet, doch nach dem Ausbruch sind alle verrückt geworden. Okay. Interessant. Das ist ziemlich clean. Problem ist aber, was ich sagen muss. Teilweise ist es wirklich komisch, weil ich meine, du kommst an manchen Orten nicht mal durch, obwohl du eigentlich durchkommen könntest. So. So, jetzt können wir direkt hier. Direkt beenden. Die Pfade in die anderen Regionen des Königreichs sind entweder von Monstern gesäumt oder von Soldaten gesperrt. Niemand kann hinein
und niemand hinaus. Also ist auch richtig gut, wenn man hier mal nicht nur der, also den offensichtlichen Weg nimmt. Weil so kann man halt auch noch ein bisschen über die Story erfahren. Oder eventuell Nebenbosse finden. Minibosse finden. Oder in diesem Fall ein Tutorial-Bossfight. Aber ich glaube, das ist das kürzeste Tutorial, was ich je in Souls Game gespielt habe. Wow. Hat er mich fast gewone-shottet? Ja, das schaffst du nicht. Nicht am Anfang. Aber da wäre ich jetzt so wie Sekiro, ne? Eigentlich müsste ich hier ein New Game starten. Ja, gut. Das ist halt Tutorial, ne? Ich freue mich, wenn ich den killen darf. Hey. Bei Sekiro war es mir irgendwie ein Anliegen, den zu killen. Aber jetzt hier irgendwie, keine Ahnung. Also, mich würde es interessieren, was passieren würde. Das heißt, wenn ich wahrscheinlich durch bin und New Game Plus hier auch gibt, dann würde ich das ganz gerne mal erfahren. Und wir erfahren auch, dass er Corvus heißt. Sehr cool. Corvus, endlich bist du wach. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Du wurdest schwer verletzt. Glücklicherweise hast du es rechtzeitig zurückgeschafft. Corvus, erinnerst du dich an das, was du getan hast? Du benötigst die korrekte Rezeptur, um die Hermes-Antwort nutzen zu können. Offenbar hat deine Verletzung dazu geführt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Es wäre also hilfreich, wenn du beschreiben könntest, woran du dich noch erinnerst. Komm wieder, wenn du dir über eine Erinnerung im Klaren bist. Du kannst dir bis dahin ein wenig die Beine vertreten. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay. Kartenmenü. Corvus kann sich an Ereignisse erinnern, wenn er an bereits besuchte Orte zurückkehrt und bereits abgeschlossene Quests auf der Karte wiederholt. Sobald Corvus beginnt, sich zu erinnern, werden weitere Erinnerungen und Orte freigeschaltet. Okay. Der Hügel des Philosophen ist das Heiligtum des Königsfamilie. Jedes Jahr im Herbst brachte Vater uns hierher. Er sagte, dass er auf dem Hügel kein König mehr wäre, sondern nur noch Vater und Freund. Hier gäbe es keinen Grund für Formalitäten, so sagte er. Nach dem Ausbruch war er zusehends mit innerstaatlichen Problemen beschäftigt und wir kamen immer seltener hierher. So. Besondere Freude bereitet mir der jährliche Besuch der Hügel der Philosophen mit den Kindern. Es erfreut mich, sie herumlaufen und miteinander spielen zu sehen und lässt mich die Turbulenzen im Königreich jedes Mal aufs Neue kurzfristig vergessen. Seit kurzem grassiert eine seltsame Krankheit in den Landen jenseits unserer Grenzen. Ich muss dafür sorgen, dass unser Königreich darauf vorbereitet ist. Okay. Also ich will eigentlich nicht in ein Gebiet vordringen, was ich noch nicht sollte gerade, weil ich möchte wirklich das hier komplett angucken, wenn es geht ein 100% Run, aber wahrscheinlich nicht.
Also das heißt nicht platinieren, ne? Einfach jeden Boss killen heißt, na, jeden Nebenboss zerlegen. Das ist so mein Ding. Die Familien des Ritterordens haben den König ersucht, keinen Ritter mehr in Kämpfe jenseits der Grenzen des Königreichs zu entsenden. Die ehemalige Vorsitzende des Instituts für alchemische Studien, Esmeralda, hat offiziell jemanden zu ihrer Nachfolge bestimmt. Esmeralda gab bekannt, dass sie für die Leitung der alchemistischen Forschung von Hermes eine Person mit hoch weitreichenden Fähigkeiten als die ihren sucht. Also Elric und Alphonse, ne? Also, ne, wie hieß der nochmal? Also, Full Metal Boy und Brudi. Dämmerzirkus aus dem Beimemeer wurde erneut zu einer Darbietung an den königlichen Hof geladen. Erwartet wurde Ringmeister Odors neuestes Programm von allen Zusehern in den höchsten Tönen gelobt. Wie hieß er? Alphonse Elric und Moment, Blondschopf hieß Al. Oder Ed? Bin ich jetzt komplett lost? Ich habe den Pseudo-Film gesehen auf Netflix letztens. Aber ich glaube, wir sind hier durch, ne? So, ja, schön. Oh, neue Erinnerung. Ich kann alle. Okay, sehr cool. Ich habe jetzt neue Erinnerungen. Thomas, bist du bereit, dich zu erinnern? Anfangstagen der Seuche verbannten die Adlige alle Verbrecher. Okay. Ja, sicher. Warum nicht? Ich möchte mal gucken. Bekannt war, die Elite der Gesellschaft, die über diesen Elendsviertel lebt, kümmert sich nicht um deren Schicksal. Sie bezeichnen die Verstoßenen als Hoffnungslose und überantworten ihre Leben der Krankheit und allerlei scheußliche Kreaturen. Aha. Erinnere dich zum ersten Mal. Corvus kann Erinnerungssplitter verwenden, um seine Attribute zu verstärken. Stärke erhöht den Schaden von Säbelangriffen und Wundschaden. Vitalität erhöht die maximale Gesundheit und Zeug erhöht den Clownschaden und maximale Energie. Corvus erhält jedes Mal einen Talentpunkt, wenn er ein Attribut auf Stufe 25 erhöht. Okay. Aber ich weiß schon, wie das ungefähr funktioniert und die Seuche ist auch das wichtigste Attribut. Eigentlich Leben ist irrelevant. Kannst du ein bisschen mal am Anfang vielleicht skillen, aber eigentlich müsstest du auf Stärke und Seuche skillen. Bacon Found. Alles klar, Stufenaufstieg. Vier nur. Ihr wollt mich gerade komplett verarschen. Ah, cool. Das ist nice. Also erhöht durch einen Sprungangriff Säbelangriff verursachten Schaden. Okay. Das ist allerdings sehr geil. Ja, ich muss das zuerst mal machen. Ah, geht auch so gut. Ey, das wollte ich nicht. Ausweichmanöver, um einen Stoßangriff zu vollführen. Hä? Ach so. Ja, so wird man ein bisschen mobiler, ne?
Ja, das müsste ich jetzt austesten, wie ich das machen möchte. Aber jetzt haben wir uns schon einiges an Skillungen geholt. Ups. Ja, man kann ordentlich hier Scheiße bauen. Also in Hinsicht, was man an Schaden hier rauszimmern kann. Du bist auf Schlagangriffe spezialisiert. Also irgendwie. Oder Stichwaffen, bist du ein bisschen immun. Der Dämmer-Zirkus sucht nach Personal ohne Einschränkungen. Keine Qualifikation nötig. Alle körperlich fähigen Bewerber sind willkommen. Pförtner 20 Stellen, Straßenverkäufer 10 Stellen. 5 Männer und 5 Frauen, unabhängig von den oben ausgeschriebenen Stellen, müssen sich einer körperlichen Untersuchung unterziehen und rituelle Dienste in Zelten verrichten. Hervorragende Entlohnung bei Interesse bitte an. Fragezeichen, Fragezeichen. Sorry, Bro. Deine Axtfähigkeit ist für den nächsten gut. So. Kann ich hier durchdashen? Yes. Hat aber nichts da. Oh. Eieieiei. Dankeschön. Hallo? Ist das alles, was das heilt? Wir sind wieder da. Ein brandneues Programm nur für euch, unser Publikum mit Attraktionen wie Schlag den Riesenclown, Appell des tödlichen Dolches und besonders heiß ersehnt der große Illusionist. Odors mysteriöses Finale, das Zirkuszelt öffnet sich jeden Samstag und Sonntag kurz vor dem Einbruch der Dämmerung. Okay. Ah, geheimer Weg. Die Verbannten haben eine Siedlung rund um Heiligenbäume errichtet. Diese Turmhöhengottheiten schützen uns vor Monstern und der Seuche. Die Propheten sagten, dass bereits das Mitführen eines abgebrochenen Zweiges eines heiligen Baumes die Seuche vertreiben kann. Okay. Okay, wir lassen uns mal fallen hier. Aha. Shortcut. Direkt ist die Frage, können wir überhaupt springen und wenn wie? Wie springen wir? Wobei, dort hinten ist auch noch jemand. So. Ja, dann kann ich ein bisschen üben, ne?
Oh. Hallo? Ach so. So ist es also. Wow. Kann ich mal? Hey, kann ich das? Wozu pariere ich eigentlich? Dankeschön. Fähigkeiten-Splitter schon wieder. Danke. Also ein bisschen bringt schon was, je nachdem. Hey, ich wollte ausweichen. Der Dermazirkus sucht dringend Partner und Zimmerleute, 50 offene Stellen ohne Einschränkung, keine Qualifikation nötig, hervorragende Entlohnung bei Interesse bedanken. Aha, interessant. Darf ich da überhaupt rein? Nee, 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 nee. Nicht ohne irgendein Hilfsmittel, ne? Sonst kann ich mich direkt einsagen lassen, ne? Hab ich recht oder muss ich da durch? Oh Gott, sag mir nicht, dass ich da lang muss. Hallali, wir haben es geschafft. Ich wette, es gibt ein paar, die da vergiftet worden sind. Der Dänzer sucht noch Personal. Ah, schon wieder derselbe Rotz. Dankeschön. Nehmen wir auch wieder. So. So, fertig. Mach dich fertig wie ein Rettich. Wow. So, fertig. Hä? Warum kann die durch? So. Interessant. Ja. Sicher nicht wahr. Also, ob ich das zulassen würde.
Aber jetzt darf oben kein Boss warten. Nicht mal eventuell. Da hinten. Oh. Oh my goodness. Ich liebe dich. Be confound. Was soll ich denn Waffe, weißt? Wenn ich davon genug Splitter finde, kann ich mir sowas freischalten. Aha. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist doch ein Bossraum. Ja, zumindest ein Mini-Boss. Aha. Au. Au. So. Ja. Tränkemenü. Tränkemenü kann Corvus mit Hilfe eines Alchemieverstärkers nicht nur die Trankkapazität und die Gesundheitsregeneration von Tränken erhöhen, sondern auch die Anzahl der Zutatenplätze für einen Trank. Nach der Freischaltung des Zutatenplatzes kann Corvus dem Trank verschiedene Zutaten hinzufügen und ihm dann mit zusätzlichen Effekte verleihen. Corvus erhält einen Alchemieverstärker, sobald er zum ersten Mal einige der schwierigen Feinde besiegt hat. Okay. Richtig nice.
Und jetzt auf einmal kommen wir hier durch, oder was? Ging das vorher nicht? Das habe ich leider nicht ausgetestet. Aber ich denke schon nicht, dass das gehen würde. Wenn man sonst halt diesen Mini-Boss hier ausblenden würde. Jetzt haben wir direkt 4 Stück. Es. 4 Estus. Ach ja, ich liebe es. Oh, du. Oh. Weißt du? Ist es nicht ein bisschen OP? Hallali. Er gibt mir einen Tritt. Dankeschön. Wieder geheilt. Von der anderen Seite wahrscheinlich verschlossen. Kennen wir, ne? Hier haben wir noch was. Der Zirkus sucht nach kleinen Tieren in jeglichem Zustand zur Verwendung in Darbietung. Fliegendes, laufendes, springendes Tier, egal wenn es sich bewegt. Haben wir dafür Verwendung bei Interesse, bitte? Oh Gott. Eieiei. Du willst sterben, wa? Ja. Hallo? So. Zu Beginn diente der Zirkus nur der persönlichen Unterhaltung der Anbieter im Dorf. Einige Leute versammelten sich und amüsierten sich, indem sie sich gegenseitig billige Tricks zeigten. Mit der Zeit begann die Sache zu wachsen. Sie nannten sich selbst Dämmerzirkus. Abgesehen davon, dass sich der Name auf ihre nächtlichen Darbietungen bezieht, symbolisiert er auch metaphorisch die Mühsal, unter schwierigen Umständen sein Glück zu finden. Okay, interessant. Aber juckt mich gerade nicht, denn wir sind hier. Na? Gerade. Auf Erkundungstour. Moment. Weil ich habe keine Ahnung, ob man jetzt wirklich hier pausiert oder nicht. Dabei, ich würde die ganz gerne fressen. So, die Erinnerung. Dann habe ich die schon mal. Und tschüss. Oh Gott, nicht schon wieder solche. Oh, Scheißendreck. Ich bin verseucht. Aber irgendwie hält es gar nicht lange an. Das ist nicht wie das gibt in Souls-Teilen. Okay. Dabei kann ich mich sogar recht gut regenerieren. Aha. Fenchel gefunden. Aha. Komme ich da überhaupt durch? Weil jetzt sind wir ganz am Anfang einfach auf der anderen Seite. Der Bereich hinter dem Markt des Bäumemeers ist das Lager. Es ist mit Vorräten gefüllt, die der Zirkus aus allen Teilen des Hauptlandes herangebracht hat und die durch Handel auf dem Markt beschaffen werden konnten. Das Lager wird sowohl von Mitgliedern des Zirkus als auch von Rittern schwer bewacht. Okay. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem wieder hier lang. Ihr Deppen. Hä? Bin ich dumm? Hier hoch. Dann hier lang. Hier hoch. Und dann hier wieder.
Ah, sie sind wenigstens so fair, dass wir erst vergiftet werden, wenn wir, ne? Oh, hallo. Dankeschön. Oh, nicht so einer. Hey, du willst mich verarschen, ne? Ja, geil. Ich bin tot. Memory interrupted. Dabei, ja. Ach du Scheißendreck. Was ist denn das für eine Scheiße? Hey, jetzt ist aber gut. Hey Mann, habe ich sonst schon alles erkundet? Das ist sehr gut. Wir haben hier wirklich keine Ausdauerleiste. Hier gewinnst du einfach nur mit Skill. Moment. Okay. Haben wir wenigstens hier eine Leiter. Das ist da auch schon viel wert. Dann müssen wir viel nicht mehr machen. Hey, hallo? Oi. Ich bin weg, na? Weil ich gar nicht da oben hin wollte. Kommt jetzt da runter? Bitte nicht. Weil ich habe noch was zu tun. Ja, immerhin nur einmal. So. Und ich bin wieder voll. Hey. Kann ich den Zwiebeln in dem... Ah, nee, er zwiebelt mir eine, ne? Kann er nicht seine Ulti machen?
Ja, geil. War sowas von nicht witzig, ey, Freunde. Und das Problem ist, wie gesagt, ist im Moment. Bin ich auch einfach schon nur froh. Die kommen hier nicht hoch. Ist das dumm. Komm hier. Voila. Ah, nee, das ist mir zu. Das schafft man sogar ohne Schaden. Ist ja geil. So. Also ich finde diesen Dulli da schlimmer als alles. Oh, Scheißendreck. Genau jetzt, wo ich. Was tue ich nur gegen diese Dinger? Also gegen dieses Arsch. Was tue ich nur dagegen? Das Problem ist, du bist wirklich schwerfällig. Es kommt mir vor, als würde ich Dark Souls 2 spielen. Also wirklich. Das Spiel an sich ist nicht schwer, aber wenn ich mit einem Dark Souls 3 Charakter einfach besser oder beispielsweise mit einem Sekiro Charakter besser umgehen kann, einfach wegen dem Movement, dann ist schon ein bisschen traurig, weil es ist ja ein neues Game. Hellebarde. Ja, komm. Und du willst auch noch direkt? Also. Bei diesen werde ich immer souveräner.
Na gut, bei dem habe ich jetzt komplett reingeschissen. Da hat's ja nur solche Gegner. Ja, komm zu fünft, Jungs. Ihr seid die Hellsten. Ne? Hä? Hä? What the fuck? Wunder, bravo, ey. Aber da unten wäre doch der Scheiß gewesen. Hä? Check ich gerade nicht. Ich check's nicht. Nee. Doch. Ich bin richtig. Ich bin mir am Überlegen. Ich bin mir wirklich eisenhart am Überlegen, ob ich nicht zuerst oben durch soll. Ich sollte vielleicht teilweise anvisieren. Ich stehe doch nicht mal mehr im Nebel. Ja gut, der Typ da. So, das war's komplett. Jetzt muss ich einfach hier runter. Aha. So, wieder completely. Okay. Kann ich mich direkt wieder full heilen? Notiz, ich hoffe, ihr konntet es lesen. Ich konnte gerade nicht weitermachen. So. Ah, kann ich das? Die meisten Arbeiten im
selbst bestehen darin, irgendwelche Eimer von einer Seite zur anderen zu tragen. Manchmal fühle ich, wie ich die darin auf privaten Dinge bewegen. Okay. Ja, genau. Und was bist du? Okay. Ich bin weg. Oder nicht? Oder was ist jetzt die Intention? Guck mal, in die Richtung. Bro. Was ist, wenn ich dich hier mal... So. Jetzt klaue ich dir mal die Energie oder was du da hast. Hey. Faust, okay. Okay, interessant. Okay. Mach du nur. Nee, hat der jetzt nicht gemacht. Er hat mich noch besiegt, weil ich zu dumm war. Okay. Gar kein Problem, Regeln war. Durchrennen, durchrennen, durchrennen. Zum Glück können wir in allen Souls-Teilen durchrennen, ne? Zumindest bis zu diesem gewissen Point. Sorry, Bro. Sorry, Schwestern und Bros und überhaupt. So. Wieder geheilt. Da ist er wieder. Ich bin wieder full life, Bro. Lässt er mich wieder? Obwohl Udur unter den Bewohnern von oben sehr populär ist, sorgt er sich dennoch um das Bäumemeer. Sein Zirkel versorgt die Leute nicht nur mit Arbeit und Rohstoffen, sie geben sogar gratis Vorstellungen zur Unterhaltung jener unter uns, die noch nie die Außenwelt gesehen haben. Viele sind Udur für sein Mitgefühl dankbar. Wenn der Zirkus also nach neuen Mitgliedern sucht, melden sich die Waldbewohner in der Regel bereitwillig. Weil von der Seite kriegst du den Scheiß nicht auf. Hi, Bro.
Okay. Ja, der hat ein einfaches Moveset. Ach so, er schlägt dann so aus, okay. Machen wir einen auf Jujutsu Kaisen oder was? So, weg. Halleluja, wir haben es gefunden, Freunde. Wir haben es tatsächlich gefunden. Nein, ich möchte nicht dort interagieren. Hä? Interessant. Von der anderen Seite bin ich runtergefallen, okay. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden, wie es weitergeht, deswegen. Hä? Wo sind die? Ach, der ist hier. Nee, das ist nicht der Richtige. Nicht mal eventuell ist es der Richtige. Aber du bist der von vorhin. Dankeschön, ich habe ihn geschlagen. Ich habe ihn erwischt. Ah, ist das schön. Ich habe ihn tatsächlich erwischt. Won't buy.